Hallo und herzlich willkommen zurück zum LS17 auf der Südhammer Map Economy Times hier, voll die Forstwirtschaft, Alleswirtschaft am Start und mit dem Physiker René. Hallo. Das habe ich jetzt falsch verstanden, hallo. Habe ich heute mal zu Gast. Auf jeden Fall. Genau. Ja. Okay, wir haben letzte Folge verbittert feststellen müssen, dass Sand nur mit Treibstoff funktioniert. Das heißt, wir müssen jetzt echt in die Potte kommen. Wir brauchen Kohle. Wir brauchen wirklich Geld. Und wir brauchen dieses verschissene Sonnenblumenschneidwerk. Hängt ja alles vom Diesel ab. Der Diesel macht uns hier die ganze Tour kaputt. Brauche ich den Abtanker auf Nummer 8? Jo. Bin unterwegs. Scheiße, ey, mit der Kacke hier. Ach so, lol. Weißt du, was gerade jetzt in diesem Moment passiert ist, Frizzy? Was denn? Er hat seine Haribo Goldbeeren, Saftbeeren reingegriffen und hat sich zwei im Mund gesteckt. Ja. Wow. Ja. Das ist krass. Was denn? Nicht. Weißt du, was voll scheiße ist? Erzählst du mir jetzt, ne? Wir dürfen das nicht in die Raffinerie fahren. Why? Das Geld brauchen wir, das Schneidwerk. Richtig. Dann fragst du dann warum? Das also, um cool zu wirken, zu sagen, um zu prüfen, ne, ob du es willst, aber eigentlich nur so, aber. Ja. Ich halte mich an die 7-Sekunden-Regel. Scheiße, ey. Müssen wir kurz mal tüfteln hier, was wir jetzt Scheiß die Wand an, ey. So, das hat gerade keiner gesehen? Doch. Kamera hat mitgeschwungen. So, gut. Das ist jetzt so Soja, das könntest du wieder, oder hast du gerade schon? Ich hab noch gar nichts. Aimo AG. Hafen. Oh ja, stimmt, das ist hochgegangen, Hafen. Fertino verkaufen? Oh Gott, Interface verkaufen. Das kannst du kein verkaufen. Oh, du hast auch viel drin. Na, 1000. Ja, voll. Also es ist jetzt so fast das ganze Feld hier. So, 16.000. Sollen wir kurz doch mal gucken, was wir für diesen komischen Kack-Dings bekommen. Oh Gott, der Pickup, der bringt uns gar nichts. Pickup. Fährt Tino jetzt verkaufen? Noch steht hier nur bei mir auf dem Feld. Okay. Für den Pickup kriegen wir 12.300. Ach so. Das ist nur der Kleiner. Garage, aber warte mal. 12.000. Der Preis, der in der Garage dort steht, ist das automatischer Verkaufspreis? In der Garage? Ja, unten Garage. P-Garage. Ach so. Nee, das ist der Preis für die Direktverkauf meines Erachtens noch. Gibt keinen Hinfahrverkauf mehr. Ist hier weg? Okay. 17, da gibt's keinen mehr. Weil es Verkaufspreis richtet sich ja nach dem Betriebsstunden. Mhm. Also umso länger du das Fahrzeug besitzt, umso länger du das gebrauchst, umso weniger wird es wert. Aber wir würden für den Pickup jetzt 12.000 kriegen. Und ich glaube, den sollten wir echt verkaufen. Wir haben auch noch einen Trecker. Vielleicht können wir den auch verkaufen? Nee. Okay. Weil die Trecker sollten wir behalten. Also drei Trecker müssen wir echt behalten. Dann machen wir das doch. So, dann stelle ich mal das Ding hier vorne hin. Am besten war da rechts, weil das ist ja wo noch was steht. So, dann stelle ich das Teil mal hier hin. Fahren wir fix den Pickup weg.
der Pickup einfach schon beim Händler steht. Richtig. Warum? Da wollte ich erst, wo wir noch so wenig Kohle hatten, die kleinen Sattelpäckchen kaufen für 80 Euro. Das hat aber nicht. 14,7, wenn ich ihn hier. Okay. Also gibt's doch noch mehr. Wisst ihr, dass es 8 Grad Designs gibt beim Pickup? Ja, und dann auch noch mit sämtlichen Skins. Juhu! Ich weiß, dass es noch keine Skin-DLCs gibt. Dann Maschine, die ganz schön einfach. Sag doch mal nicht so laut, ey. Ich wundert, dass es noch keine Skin-DLCs gibt, Giants. Spinner, ey. Ich glaube, wir haben Fehler gemacht. Jetzt fahr zum Hafen, verkauf den Scheiß, du Hafensänger, ey. Ja, richtige Entscheidung, verkauft das scheiß Interface zum Kotzen. Das kann ja gar nicht sein so oft. Doch. Doch. Easy. Leider. Doch. Ist es so. Ich meine, du kennst ja auch den Auslöser. Sag mal, ja, sag mal, haben wir echt Mineraldünger Big Packs gekauft? Achso, wir brauchen Mineraldünger, das ist das richtig. Problem, gell? Aber wir sollten Mineraldünger in Säcken kaufen. Bezahlen wir nur, kriegen wir das Doppelte. Kriegen wir für 1600 2000 Liter. Und könnten wir mit dem Pickup transportieren. Das ist ein spezieller Pickup, da wollen wir uns selber mal gucken. Ein Dünger-Sack, das ist einfach nur ein Sack, den kannst du mit der Hand aufheben. Ja, aber dann gibt es ja auch noch den sogenannten Pickup Rodeo, also speziell als Mod, weil den kannst du, dann kannst du hinten Spannkorte dran machen. Wo? Aber den brauchst du nicht, theoretisch reicht auch dieser Brandner Tank. Na auch, da wo die Säcke sind, einfach weiter hinter. Ach so. Aber wir können uns auch den Tandem oder halt den Einachshänger holen. Alter, ist Tandem. Weil die kannst du dann halt gurten. Das kannst du ja bei den ja. Standard-Pickup nicht machen. Also den Einachs-Anhänger hätten wir sogar nach einmal 10 Stück kaufen raus. Also du kriegst aber nur 100 Liter. Mhm. Und du kriegst aber, bezahlst für 1000 Liter nur 800 und Dünger kostet aber 1600 in den Big Packs. Mhm. Also du kriegst es schon wieder raus. Ja. Hast du halt nur einen Haufen kleine Säcke. Wie sieht das ist? Achso, hast du nochmal gedüngt gleich? Das war ein cooler Mod. Ich war gerade fertig mit Ansehen, habe ich nochmal drüber gedüngt eben schnell. Wow. Puh. Okay, haben wir. Ach nein, wir haben ja auch kein Fass zum Transportieren, ne? Von Diesel. Nein. Ah doch, doch. Nee, halt, das war ja die Leuchtreklame. Ja, aber wir haben es noch nicht gekauft. Oh, Alter, für den Flutlichtanhänger kriegen wir auch 6.500. Ja, verkauf den Scheiß. Wenn wir kein Flutlicht haben. Find schon geil. Ich würde als Geldreserve da lassen. Wir haben ja auch hier noch einen 3 Meter. Es tut mir echt leid für Sie, dass wir das sagen müssen, aber. Wir brauchen dich halt auch nicht. Nee. Ich hab keinen Bock mehr, ganz ehrlich, ey. Hätte ich auch nicht. Also, ja, das muss ich ehrlich mal so sagen. Macht keinen Spaß, das aufzunehmen, Alter. Nee, und logisch nicht. Wenn du alle 2 Minuten ein Interface neu starten musst, was ist das für ein Schwachsinn, ey? Lass es mal dann fallen lassen. Nein, nix. Ja, dann mach das doch mal. Manchmal regt sich da was ein. Wie wenn du dich mal dehnst, der Rücken mal knackt. Das wird hinfallen. Wenn ich Neues hab. Kann mir das Video schon vorstellen. Ich zerstöre mein Interface. Übelster Rage plus Polizeieinsatz plus Festnahme wegen häuslicher Sachbeschädigung. Und 100.000 Grad heißes Messer. Stimmt, das könntest du auch machen. Brauchst du nur noch so einen Gasbrenner. Aber dann brauche ich dich. Also mit deinen Spezialeffekten. Also das ist Wahnsinn, ne? Das war so geil. Aber da drin war ganz schnell wieder weg. Wahnsinn, es war nur so ein kurzer Moment, haben wir 4 Drecker?
Ja, ich habe doch vorhin gesagt, sollen wir einen verkaufen. Da sagtest du nein. Ja, wir haben ja vier Trecker. Wir können T6 verkaufen. Da brauchen wir auf jeden Fall einen Frontlader. Das nicht vergessen. Also der Deutz hat Frontlader. Manus, seiner, wo der gerade drin sitzt, hat Frontlader. Und deiner hat auch Frontlader, der John Deere. Ich habe einen Drescher. Dann würde ich vielleicht den T6 verkaufen. Ja. Ups. Ach, du fährst für, bei mir stehst du neben dem Anhänger auf dem Feld hier, ne? Bin am Hof. Nö, bei mir stehst du neben dem Anhänger. Da hab ich schon gewundert, der Traktor ist weg und du klopfst dafür immer drin. Synchrotechnisch echt top. LS15, ne? Hm. So. So, naja, dann du fährst den T6 verkaufen? Ich hab den gerade hier hin. Soll ich verkaufen oder nicht? Für den kriegt man richtig Asche. 93.000, ne? Was? Über 100.000 wahrscheinlich, ja, sogar. 112.000. Ja. Verkaufen? Ja. Er ist weg. So schnell das so. Schneidwerk kaufen. Nein, ich will erstmal Kredit zurückbezahlen. Alter, bloß auf. So, warte mal. Sonnenblumen. Damit die Zuschauer hier bei meiner Sicht gerade, sollte es so sein, sieht das so normal aus mit dem Auswurf da hinten, sieht sehr komisch aus. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, ist das die letzte Folge? Mhm. Für diese Session. Ja, ja. Projekt ist vorbei, tschüss. Die sechste ist verkauft, sie erreicht. Was kaufen wir da? 6 Meter erstmal oder was? Nein, wir haben schon einen größeren Drescher, also da theoretisch wird auch das größere gehen. 9 Meter ist aber schon das größte, das ist ja das 12 Meter. Nee, 12 Meter gibt's noch, müssen ein bisschen weiter. Ach, 16 rein. Das Capello quasi oder wie? Muss ich gucken, was da für ein Seminar war. Ich guck selber, oder? Steht heute noch irgendeine Aufnahme an? Lass uns doch die erstmal fertig machen. Ja, ich will die Medienleute nehmen. Das Capello Husqvarna HS16, genau. Und dann gibt's aber noch ein spezielles, was nur für so ein Blüm ist, das kleine eben an. Das ist aber nur 5,70 Meter. Das ist 12 Meter. Das nennt sich Heil Tannus 12.000. Das ist relativ so weit hinten. Du hast das Capello Diamond HS12 und dann einfach ein bisschen weiter hinten, dann hast du... Ach so, das ist aber only Sonnenblumen. Ja, das ist only Sonnenblumen, richtig. Nee, dann ich würde vielleicht sogar nur das 6 Meter kaufen, oder? 9 Meter gleich. Gleich 9 Meter, weil die Felder sind groß. Und an denen sieht 9 Meter ja auch noch gut aus. Das hat ja ein verlängertes Rohr. Sprich, da würde sogar noch 12 Meter gehen. Also das heißt, wir nehmen das... Ich würde das Capello Diamant nehmen dann. Ja, machen wir. Dann kaufen. Kaufen. Nee, in... Nee, Quatsch. Hä? Kaufen. Kaufen. So. Dann brauchen wir... Universalfässer. Universal. Oh lol. Es gibt extra einen Universal Dieseltank. Oh. Oh ne, die anderen gehen ja auch Diesel. Nee. Lol. Geht nur das Dieselfall? Oh. Was? Okay. Wusste ich gar nicht. Gibt's gar nicht mehr?
Doch, der lädt auch Diesel. Konnte Universal jetzt so? Doch, da gab es noch jetzt was alles konnte. Nein. Ist ein neues dazugekommen. Ein gelbes Shell fast direkt. Ja. Und das ist nur Diesel. Und das ist auch das Einzige, was Diesel kann. Außer dann noch für den IT-Runner, der mobile Tank und der 100.000 Liter stationäre Tank. Okay. Also müssen wir das Dieselfass, Dieseltank kaufen. Das steht, das hat ja so von Füllung der Hofftankstelle in den Kommissmaster und den Transport von Treibstoff braucht man den Tankanhänger aus dem Kotti Universal. Den Tankanhänger, ja, das ist der. Die anderen können keinen Treibstoff mehr. Hat er rausgenommen. Na dann. Kostet 25. Agrarräder. Agrarräder. Nehmen wir Agrarräder. Kaufen. Okay. So, dann hole ich mal das Dieselfass. Aber wir sind auch erstmal durch für die Folge. Achso, ich oder was? In diesem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da und euch einen wunderschönen Sonntag noch. Schaut bei den anderen vorbei. Bis dahin, ciao. Tschüss.